Klaus, aufstehen. Ja, gleich. Hier, Theodor, dein Frühstück. Na? Yippie! Was ist denn los? Regnet es hier durch? Nein, aber du musst aufstehen. Es ist schon 7:30. Was schon? Oh, mein Wehr sinkt. Mein Kopf. Ich, oh, war wohl mächtig spät gestern Abend. Was? Hab dich gar nicht nach Hause kommen hören. Na, du weißt doch, Betriebsfeier. Der Juniorchef hat immer zum Trinken animiert. Und ich muss sehen, wie ich wieder einen Menschen aus dir mache. Oh. Hier, nimm eine Pille. Was, eine Pille? Ein Pilsner, Junge. Ein Pilsner. Oh. Hör mal zu, lass aber von deinem Vater erklären. Wo ein der Hund gebissen hat, da muss man Hundehaare auflegen. Wir haben aber keine Hundehaare. Dann sag mal, was ist denn das für ein Haushalt hier? Gib mir mal die Tablette. Hier, schluck schön, brav. Oh, du bist wie eine Mutter zu mir, nicht? Gute Nacht. Was? Aufstehen! Du musst noch schnell unter die Dusche. In 5 Minuten steht der Kaffee auf dem Tisch. Hopp! Hopp! Du, ich glaub, dein Kaffee ist zu schwach. Der kann nicht mal allein aus der Kanne, was? Aber dafür hängt deine Krawatte schief. So. Du, Klaus, ich habe eine Überraschung für dich. Aber hier eine Marmelade? Nein, hier, unter dem Brötchen. Du, das ist aus Kanada. Schon gerochen. Du, es ist soweit. Ich habe eine Stellung in Kanada. Gratuliere, Klaus. Das hast du dir ja immer gewünscht. Ja. Sag mal, Klaus, warum wollen wir denn nach Kanada? Hier ist es auch sehr schön. Weißt du, ich komme hier beruflich nicht weiter. Weil mir dauernd einer Knüppel zwischen die Beine schmeißt. Was? Wer ist denn der Ziegenrat? Dein Großvater. Mein Großvater? Ja, dein Großvater Berthold. Er hasst mich. Warum denn das? Ich wollte es dir eigentlich später erzählen, wenn du mal größer bist. Du weißt ja, dein Großvater ist ein ungeheuer reicher Mann. Und ich war damals ein kleiner Angestellter bei ihm. Als ich deine Mutter heiratete, der war aussässig. Er hat sie enterbt. Er hat jede Verbindung zu uns abgebrochen. Und als deine Mama dann bei deiner Geburt starb, war ich natürlich in seinen Augen der Schuldige. Das ist doch alles furchtbar lange her. Und er ist immer noch wütend auf dich? Ja, das wird sich nie ändern. Wenn ich in irgendeiner Stellung 1 oder 2 Jahre bin und befördert werden soll, dann lässt er seine Verbindungen spielen und ich werde entlassen.
Siehst du, und deshalb müssen wir hier raus. Richtig, Klaus. Und dann kann er uns gern haben, der alte Obermacker. Mensch, es ist schon 10:08. Du, ich glaube, olympischen Rekord. Na, und du machst ja in die Schule, hä? Erster Ferientag. Ich bringe mit Frau Weber mal ein bisschen Ordnung in den ganzen Wigwam. Bei Ferien? Du, da müssen wir was unternehmen, ne? Eine Zwei-Männer-Sause. Hol mich um 5 bei der Bank ab, ja? Ab geht die Post. Tschüss, Klaus. Tschüss, Heintje. Typisch Klaus. Klaus! Ja, was denn? Hier, dein Butterbrot. Ah ja, danke. Guten Morgen, Morgen, mein Lieber. Morgen, Frau Hemski. Guten Morgen, Herr Engelhardt. Christiane. Guten Morgen. Morgen, Herr Milvius. Morgen. Guten Morgen, Herr Helwig. Guten Morgen, Herr Engelhardt. Was ich Sie schon immer mal fragen wollte, wie stehen eigentlich Ihre Aktien in Kanada? Woher wissen Sie denn, dass ich... Ja, aber das weiß doch die ganze Bank, dass Sie darüber wollen. Ja, ich habe heute tatsächlich ein Vertragsangebot bekommen. Ich werde wohl zum nächsten Termin kündigen. Aha, und das erfahre ich so ganz nebenbei. Na, ich freue mich jedenfalls, dass Sie in Kanada liegt das Geld nur so in der Gegend. Morgen, Marina. Morgen, Herr Robert. Na endlich, jeden Tag kommst du später. Als Juniorchef müsstest du der Erste in der Bank sein. Mein Gott, eine halbe Stunde. Was Wichtiges? Was Wichtiges? Hier, Herr Knorr hat eine Unterschlagung aufgedeckt. Eine Unterschlagung? Hier bei uns? Ja. Wie ist denn das möglich? Ja, der Bursche hat das so raffiniert gemacht, monatelang, dass bei keiner Kontrolle etwas bemerkt wurde. 120.000 Mark. Vielleicht noch mehr. Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Haben Sie schon einen Verdacht? Ja, die unterschlagenen Beträge wurden alle über fingierte Adressen nach Kanada geleitet. Aber das deutet doch alles ganz eindeutig auf... Auf Helwig, jawohl. Aber wie hat der Mensch das nur gemacht? Er hat unsere Bankchecks, die ja alle zwei Unterschriften haben müssen, ganz korrekt als Abteilungsleiter unterschrieben. Und die zweite Unterschrift, nämlich Ihre, Herr Engelhardt, die hat er gefälscht. Das ist ja nicht zu glauben. Worauf warten wir da noch? Sofort muss die Kriminalpolizei her. Ich weiß nicht, ob wir damit vielleicht nicht noch ein wenig warten sollten. Mir geht da nämlich gerade eine interessante Möglichkeit durch den Kopf. Eine geschäftliche. Helwig war doch damals mit der Tochter von Friedrich Wilhelm Berthold verheiratet. Mit denen wir bis heute nicht ins Geschäft gekommen sind. Ach, lass doch das. Längst losgesagt von Tochter und Schwiegersohn. Ja, das weiß ich. Aber wenn ich jetzt hingehe, ihm erzähle, was Helwig hier angestellt hat, den allgewaltigen Herrn sozusagen als Ersten informiere, das wird ihn bestimmt imponieren. Und wer weiß, dann kommen wir vielleicht doch noch ins Geschäft mit ihm. Das ist ausgezeichnet, mein Junge. Mach das. Ja, und wenn Helwig inzwischen nach Kanada verschwindet? Kommt drauf an, ob wir ihn verschwinden lassen. Hallo? Die Spritze schießt um die Ecke. So? Komm, hier, nimm meine. Kurz werd ich um die Ecke schießen. Und Treffer. Na? Wie gefällt er dir? Danke. Nun ärgere dich nicht. Ein Elefant hätte gar nicht in die Wohnung gepasst. Sie staunen? Ja, meine Herrschaften, das ist der Superschlager der Saison. Das ist noch schneller als Knaller, das ist der Knallerballer. Ihre eigene Stimme, aufgenommen auf einer kleinen Postkarte. Wollen Sie zum Beispiel, junger Mann, Ihrer Liebsten sagen, was Sie wirklich von ihr wollen, sprechen Sie es auf diese Karte. Schicken Sie sie ihr und sie kann Ihnen noch nicht mal eine runterhauen dafür. Ja, Herrschaften, das ist noch schneller als Knaller, das ist der Knallerballer. Ja, darf ich mal bitten, treten Sie nur näher, nicht zu schüchtern. Wer will hier mal plaudern, ohne zu zaudern? Vielleicht die Herrschaften da drüben? Hört sie.
Mein Junge möchte mal was singen. Ja, warum nicht hereinspaziert? Mensch, klar. Jeden Tag um 8 Uhr Klock kommt ein neuer Rudolf Schock. Freut mich sehr. Guten Tag. Schön, dass du da bist. Bei mir haben schon die größten Leute gesungen. Einer war sogar 2,20 Meter und ich habe ihn trotzdem auf die kleine kalte Platte gekriegt. Ich kann dir natürlich auch eine hübsche Musik unterlegen. Unterlegen heißt, was zum Mitsingen, verstehst du? Na, das wirst du gleich sehen. Was nehmen wir denn da? Was Lustiges oder vielleicht lieber so ein bisschen was Trauriges? Mit so ein paar Tränchen im Knopf noch. Das da ist die Flüstertüte, da singst du rein, das kannst du dir denken. Also Achtung, Aufnahme, los! Zwei kleine Sterne. Der Größt. Du bist ja noch Knüller als Knaller. Du bist ein Knallerballer. Ich bin dein Freund auf Lebenszeit. Was heißt auf Lebenszeit? Noch viel länger. Ich gehe sogar noch weiter. Ich schenke dir die Platte. Und zwar ganz umsonst. Ganz umsonst. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sie wünschen bitte? Ich bin um 11 mit Herrn Berthold verabredet. Nehmen Sie Platz, bitte. Danke. Ich habe Ihnen schon 100 Mal gesagt, hier sollen keine fremden Wagen stehen. Zum Donnerwetter, wie oft soll ich das noch sagen? Ist das vielleicht Herr Berthold? Wie er leibt und lebt. Hat er oft so schlechte Laune? Wenn er bloß schlechte Laune hat, dann geht's noch. Meistens ist er einfach fürchterlich. Oh, und wie halten Sie das aus? Er zahlt mir doppeltes Gehalt. Die eine Hälfte für die Arbeit, die andere fürs Anschreien. Donnerwetter, sind Sie schon lange hier? Eine Ewigkeit, 14 Tage. Aber ich bleibe, da kann er noch so verrückt spielen. Achtung, der Alte. Ich bin zwar alt, aber ich höre noch ausgezeichnet. Warum haben Sie Ihre Kollegen gewarnt? Ach, nur so. Ich bin ein Spaßvogel. Ah, Spaßvogel, das ist nett. Ich hab's gern, wenn meine Leute Spaß bei der Arbeit haben. Was ist denn das? Ein Schmierzettel. Ich habe ihn weggeworfen. Nur auf einer Seite beschrieben? Ich habe angeordnet, dass jedes einseitig beschriebene Papier zu Notizzetteln geschnitten und wieder verwendet wird. Sie tragen die Verantwortung dafür, Herr Abteilungsleiter. Wer mein Geld zum Fenster rausschmeißt, den schmeiße ich raus.
Ich melde Sie sofort an. Ich finde nichts mehr auf meinem Schreibtisch, als Sie hier sind. Ihre Schlamperei stinkt zum Himmel. Aber Herr Bertram... Wenn Sie keinen Unsinn. Sie kosten mich ein Vermögen. Und wofür? Dass Sie aus meinem Büro einen Saustall machen. Herr Engelhardt soll kommen. Nein, das hält kein Mensch aus. Ich gehe. Da kann er zahlen, was er will. Herr Engelhardt. Ich bin neugierig, womit Sie mir meine Zeit stehlen wollen. Wisst ihr nicht, was ich mit der Engelhardt Bank zu tun hätte? Ja, Herr Berthold, es handelt sich um eine private Angelegenheit. Eine sehr unangenehme sogar. Drücken Sie sich ein bisschen deutlicher aus. Es handelt sich um Ihren Schwiegersohn. Ich habe keinen Schwiegersohn. Ich meine Ihren früheren Schwiegersohn, Herrn Hellwig. Na und? Er ist bei uns angestellt. Und er hat leider eine Unterschlagung begangen. Ach. Danke. Bis jetzt weiß noch niemand davon. Sie sind der Erste. Bevor wir die Staatsanwaltschaft mit dem Fall beschäftigen, wollten wir Sie fragen, ob Sie vielleicht, um einen Skandal zu vermeiden, eine andere Lösung wünschen. Vielleicht ersetzen Sie den Betrag. Eine Unterschlagung ist ja doll. Wie viel denn? 120.000. Ich will dir mal was sagen, das überrascht mich gar nicht. Ich habe den Kerl immer für einen Lumpen gehalten. Schon damals, als er meiner Tochter den Kopf verdreht hat. Da wusste ich Bescheid. Ich habe ihm eine Abfindung angeboten, um ihn loszuwerden. Aber nein, er war halsstarrig. Wollte die ganze Mitgift. Wir sollen ihn also verhaften lassen. Ich möchte sagen, Sie tun mir sogar einen persönlichen Gefallen damit. Sie haben mich rufen lassen, Herr Engelhardt. Ja, eigentlich nicht ich, sondern dieser Herr. Dieser Herr ist Kriminalkommissar. Was, Kriminalkommissar? Haben wir einen Gangster als Kunden? Das soll es ja bei der besten Bank geben. Ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie. Das ist doch ein Witz, Herr Kommissar. Ich muss Sie bitten, mit mir aufs Präsidium zu kommen. Ja, weswegen denn? Wegen gewisser Unstimmigkeiten in Ihren Büchern. Wegen Unterschlagung? Herr Engelhardt, Sie haben mich doch immer gelobt, wegen meiner geradezu pedantischen Genauigkeit. Mir ist in den 2 Jahren, die ich hier bin, nicht ein einziger Fehler unterlaufen. Ja, 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 Helch. Herr Knorr hat leider festgestellt... Was will Herr Knorr festgestellt haben? Warten Sie, ich hole die Bücher. Dann soll mir Herr Knorr zeigen. Die Bücher sind beschlagnahmt. Ja, das lasse ich mir nicht gefallen. Ich will die Bücher sehen. Ich will die Unstimmigkeiten sehen. Machen Sie keine Schwierigkeiten, Herr Helwig. Kommen Sie mit, wenn Sie klug sind. Nein, ich komme nicht. Selbst wenn hier was passiert ist und selbst wenn Sie mich irrsinnigerweise für den Täter halten, Sie haben kein Recht, mich zu verhaften. Ich bin ein unbescholtener Mann. Ich lebe in geordneten Verhältnissen. Ja, mit einem Arbeitsvertrag nach Kanada, wohin Sie die unterschlagenen Gelder überwiesen haben. Ja, nach Kanada. Aber das entlastet mich doch eher, nicht wahr? Oder halten Sie mich für so idiotisch, dass ich dahin gestohlenes Geld schicken würde, wo doch jeder weiß, dass ich dahin will? Das wird doch hirnverbrannt. Sehen Sie das im Untersuchungsrichter, dafür ist der zuständig. Mit Ihrer Weigerung mitzukommen, bringen Sie sich nur in Schwierigkeiten. Kommen Sie. Aber was mache ich mit meinem Jungen? Wie soll ich ihm diesen Wahnsinn begreiflich machen? Rufen Sie ihn an. Haben Sie ein Kind? Würden Sie ihm sowas übers Telefon sagen? Mach ich es dir schön, da werden wir dann beide ins größte Kaufhaus gehen. Da gibt's die schönsten Sachen und alles sind für dich. Oh, da kannst du lachen, fröhlich lachen. Oh, da kannst du lachen, denn zahlen tu ich. Lange dauert es nicht mehr, dann mach ich mein Sparschwein leer. Denn dann kommt der Tag herbei, auf den ich mich so freu, so freu, so freu. Wenn du einmal Geburtstag hast, das wird wunderschön. Da brauchst du auch am Morgen nicht gar so früh aufstehen. Zum Frühstück gibt's schon Torte, 5 Stück allein für dich. Oh, da kannst du lachen, fröhlich lachen. Oh, da kannst du lachen, denn zahlen tu ich, denn zahlen tu ich, denn zahlen tu ich. Moment, Klaus, ich komme.
dachte, es wäre mein Vater. Ich zeige Ihnen, was ich für ihn habe. Nein, nein, später, später, Heinche. Was ist denn? Hör mal zu, Junge, ich muss dir etwas sagen. Es handelt sich um deinen Vater. Ist ihm was passiert? Nein, das nicht, aber er hat mich eben angerufen aus dem Untersuchungsgefängnis. Was macht er denn da? Erschrick nicht, Junge, man hat ihn verhaftet. Er soll eine Unterschlagung begangen haben. Klaus? Eine Unterschlagung? Ja, er ist ja unschuldig, aber das glauben die anderen nicht. Ich muss sofort zu ihm. Wo ist das Gefängnis? Moment, Moment. Das Gefängnis ist in der Garnisonstraße und er hat mir gesagt, ich soll dafür sorgen, dass du nicht hingehst. Und wie ich hingehe, da wackeln die Mauern. Ach, du bist schon einer. Ach. Und die schönen Geschenke, ausgerechnet an seinem Geburtstag. Lars! Ja, das geht aber nicht. Du setzt dich dahin. Und Sie wollen sich bitte dorthin setzen. Und zu Hause warten die Geburtstagsgeschenke. Die kann ich auch später bekommen. Es wird ja nicht gerade eine Tochter sein. Also, Heintje, hör mal zu. Dass ich unschuldig bin... Ach, das brauchst du erst gar nicht zu sagen. Ja, trotzdem kann es lange dauern. Vielleicht Monate. Was? Warum? Die müssen den Kerl doch finden, der es gewesen ist. Ach, den suchen Sie gar nicht. Sie haben ja mich. Du brauchst einen Verteidiger. Auch. Aber was noch wichtiger ist, was wird aus dir? Ich komme ganz gut allein zurecht, das weißt du doch. Das wird nicht geduldet, das hat man mir schon gesagt. Du wirst in ein Heim kommen. Das mache ich nicht, da gehe ich nicht hin. Heintje, wenn ich dich darum bitte, gehst du dann in ein Heim? Ja, Klaus. Sie brauchen sich überhaupt keine Sorgen zu machen, liebe Frau Petzold. Den Prozess morgen gewinnen wir. Sie behalten Ihre Wohnung, da können Sie sicher sein. Sie sind großartig, Frau Doktor, wenn ich Sie nicht hätte. Nun lassen Sie mal. Auf Wiedersehen, Frau Petzold. Was machst du denn hier noch um diese Zeit? Die Türen werden doch bald geschlossen. Ich wollte Sie etwas fragen, Fräulein Doktor. Ja? Gibt es das, dass jemand verurteilt wird, auch wenn er unschuldig ist? Ja, das passiert leider manchmal. Warum fragst du? Heute ist mein Vater verhaftet worden. Weil er eine Unterschlagung in der Bank gemacht haben soll. Aber er war es nicht. Das schwöre ich Ihnen. Er war es nicht. Ich habe eben selber mit ihm geredet. Wieso hast du mit ihm gesprochen? Wo ist deine Mutter? Die lebt nicht mehr. Ach. Ja, und was wird jetzt aus dir? Das ist unwichtig. Wichtig ist, dass mein Vater einen guten Anwalt bekommt. Da hast du recht. Wir müssen hier raus. Es wird zugesperrt. Na, erzähl mir mal die ganze Geschichte. Also, Fräulein Doktor, wo soll ich da anfangen? Du lebst also mit deinem Vater zusammen. Ja, das klappt alles ganz prima. Hier runter, Herr Helwig. Danke. Guten Tag, Herr Helwig. Guten Tag. Ich heiße Renate Ahrens, ich bin Rechtsanwältin. Wie soll ich sagen? Ihr Sohn schickt mich zu Ihnen. Heintje? Ja. Er hat mir erzählt, soweit er das konnte, in was für eine schwierige Sache Sie da hineingeraten sind. Ja. Wenn ich nur wüsste, was aus meinem Jungen wird. Ich war heute Morgen schon auf dem Jugendamt. Ja? Ach, bitte nehmen Sie doch Platz. Ich habe mit der Fürsorgerin, mit Fräulein Hanna Schwarz, gesprochen. Der Junge soll in ein Heim. Schrecklich. Haben Sie denn gar keine Verwandten oder Freunde, die ihn aufnehmen könnten? Der Junge hat einen Großvater. Ja, und lebt er in geordneten Verhältnissen? Ja, das kann man wohl sagen. Es ist Friedrich Wilhelm Berthold. Der Industrielle? Aber Herr Helwig, das ist doch die Lösung. Er wird ihn nicht nehmen. Er hasst mich. Er verfolgt mich. Ja, ich wollte schon auswandern, seinetwegen. Aber das spielt doch jetzt alles gar keine Rolle. Ich will Ihnen was sagen. Dem Gesetz nach ist der Großvater in dieser Situation dazu verpflichtet, für den Jungen zu sorgen. Da kennen Sie den Alten schlecht. Er wird sich weigern. Das überlassen Sie mal ruhig mir. Wozu haben Sie denn einen Anwalt? Wenn ich mich nicht irre, müssen wir gleich da sein. Weiß mein Großvater, dass wir kommen? Nein. Ich halte es für besser, wenn wir ihn überrumpeln. Das ist viel besser. Am Telefon hätte er doch gleich Nein gesagt. Eben. Hast du nicht doch ein bisschen Angst vor ihm? Na ja, er wird mich ja nicht gleich auffressen. Nein. Aber bellen und beißen wird er sicher, nach allem, was ich über ihn gehört habe.
Übrigens, wundere dich nicht, wenn ich ihm sage, dass ich im Auftrag des Jugendamtes komme. Stimmt zwar nicht ganz. Aber ein kleiner Trick wird ja noch erlaubt sein. Sie sind schwer in Ordnung, Fräulein Doktor. Soll ich klingeln? Ja. Ja, bitte, wer ist dort? Guten Tag, ich heiße Ahrens. Ich möchte Herrn Berthold in einer amtlichen Angelegenheit sprechen. Es tut mir leid, Herr Berthold ist verreist. Mit wem spreche ich bitte? Frau von Schleinitz, ich bin die Hausdame. Sehr gut, dann möchte ich gern mit Ihnen sprechen. Es ist sehr wichtig, wichtig für Herrn Berthold. Dankeschön. Ja. Quintus! Quintus, bitte kommen Sie doch mal. Bitte, Frau von Schleinitz. Ich glaube, ich habe eben einen Fehler gemacht. Da kommt gleich eine Dame, die Herrn Berthold sprechen will. Wir dürfen doch niemand einlassen in seiner Abwesenheit. Das weiß ich ja. Aber sie machte es so dringend. Keine Sorge. Wenn sie uns lästig wird, schmeiße ich sie raus. Dankeschön. Guten Tag. Tja, dieser nette junge Mann hier ist Heinrich Hellwig. Sie haben bestimmt schon von ihm gehört. Er ist der Enkel von Herrn Berthold. Wie? Der Enkel? Wie Sie sicher wissen, hat er keine Mutter mehr. Er hat auch sonst keine Verwandten. Leider ist sein Vater nun für einige Zeit verhindert, sich um den Jungen zu kümmern. Es ist also nur natürlich, dass der Großvater sich seiner annimmt. Wir haben alles eingepackt, was er braucht. Er kann also gleich hier bleiben. Das kommt ja auf. Kommt ja auf. Gar keinen Fall in Frage. Warum ist denn der Vater verhindert? Was macht er denn? Er sitzt im Moment im Untersuchungsgefängnis. Das wird ja immer schöner. Und da kommen Sie so einfach hierher und wollen... Oh nein, nicht so einfach. Das Jugendamt steht auf dem Standpunkt, warum soll der Junge auf Kosten des Steuerzahlers in ein Heim, wenn sein reicher Großvater ein Haus mit schätzungsweise 30 Zimmern hat und dem Gesetz nach dazu gezwungen ist, für den Jungen zu sorgen. Dem Gesetz nach? Ausgeschlossen. Das glaube ich nicht. Liebe Frau von Schleinitz, wenn ich Heinz hier jetzt wieder mitnehmen muss, kommt er noch heute in ein Heim. Herr Berthold ist ein sehr bekannter Mann und ich bin sicher, dass die Presse den Fall mit einigem Vergnügen aufgreifen wird. Ich sehe schon die Schlagzeilen. Herzloser Großvater, Millionärsenkel aus Hass ins Waisenhaus gesteckt. Was glauben Sie wohl, wird Herr Berthold zu Ihnen sagen, wenn er das liest? Also, Heintje, ich mache mir keine Sorgen um dich. Du wirst es schon schaffen. Und wenn Sie meinen Vater sehen, dann... Ja, ich grüße ihn von dir. Meine Telefonnummer hast du, wenn irgendwas sein sollte. Ich bin sicher, er wird Ihnen viel Freude machen. Herr Berthold wird außer sich sein. Sie hätten sich nicht darauf einlassen sollen. Ich habe mich darauf eingelassen. Sie sind schuld. Sie haben mir doch versprochen, Sie wollen sie rauswerfen. Wo bringen wir ihn denn bloß hin? Zunächst mal werde ich ihn vor Herrn Berthold verstecken. Komm! Ein dufter Schuppen. Also komm jetzt, dort entlang. Hier. Vergitterte Fenster, genau wie bei Klaus. Den Koffer packe ich später aus. Erst muss Theodor Gassi gehen. Um Himmels Willen, was ist denn das? Das ist Theodor. Wenn jemand nicht lieb zu ihm ist, dann kriegt er die Tollwut und beißt. Ihr werdet die Kammer nicht verlassen. Weder du noch das Vieh. Wann gibt's denn Essen? Mittag ist vorbei. Abendessen gibt's um 8. Das sind ja noch 6 Stunden. Ganz recht. Aber wir werden deinetwegen die Hausordnung nicht umstürzen. Und wir haben so einen Hunger. Mensch, Theodor, in dem Stall sehe ich schwarz. Wer seid ihr denn? Was macht ihr hier? Warum sagt ihr nichts? Seid ihr taubstumm? Hier war noch nie ein Kind im Haus, auch kein Kaninchen. Warum redest du denn nicht lauter? Geht nicht, sonst meckert der Alte. Wir dürfen überhaupt nicht hier sein im Park. Weil wir so frech sind wie Rotz, sagt der Alte. Komm raus, spielen. Wir angeln im Schlossfeld.
ich bin empört. Der Quintus ist wohl nicht recht bei Trost, dich hier einzuschließen und hungern zu lassen. Nein, 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 mein Junge, das mache ich nicht mit. Anna! Ja, ne Frau? Anna, haben Sie in der Küche den Tisch gedeckt? Ja, habe ich. Das ist unsere Köchin Anna. Ja. Und wenn du Hunger hast, kannst du immer zu ihr gehen. Kannst immer zu mir kommen. Die Küche ist gleich nebenan. So, setz dich hin und mach's dir bequem. Wir sind doch ganz alte Freunde, Heinche. Erinnerst du dich nicht? Ja. Ich hab dich doch in der Klinik besucht. Du warst damals gerade einen Tag alt. Später durfte ich dich dann leider nicht mehr wiedersehen. Heinche, magst du denn auch Hasenrücken? Nur kein Kaninchen. Ich habe es immer sehr bedauert, dass dein Großvater sich nicht um dich gekümmert hat. Es wäre so gut für ihn gewesen. Und was ist jetzt? Er ist ein verbitterter alter Mann geworden, vor dem alle Leute Angst haben. Und soweit ich es beurteilen kann, hat er wenig Aussicht, in den Himmel zu kommen. So, und nach dem Essen darfst du selbstverständlich mit den Gärtnerjungen im Garten spielen. Aufgesteht. Der ist morsch. Komm hier lang. Was ist denn das für eine komische Angel? Die dicken Karpfen sind so faul, die kriegen wir mit dem Kescher. Dürft ihr das? Da sind so viele drin. Niemand kümmert sich drum. Da müssen noch einfach ein paar raus. Die saufen doch sonst das ganze Wasser weg. Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Hallo Jungs. Papa kommt. Habe ich euch nicht 100-mal gesagt, ihr habt im Park nichts zu suchen? Und jetzt noch Karpfen fangen. Und einen fremden Jungen schleppt ihr hier rein? Ja, seid ihr denn wahnsinnig? Das ist kein fremder Junge. Das ist der Enkel von Herrn Barthold. Ist das wahr? Du bist der Enkel? Angenehm. Sehr angenehm. Ich bin der Gärtner. Los, jetzt nach Hause. Dalli, dalli. Ich glaube, das wird den Herrn Barthold gar nicht passen, wenn er hier mit dem jungen Herrn Unfug macht. Ich möchte dich bitten, deinem Großvater nichts von dem Fisch zu sagen. Natürlich nicht. Du weißt doch, er ist so eigen, nicht? Übrigens muss er jede Sekunde kommen. Was? Ja, es wurde von der Stadt aus telefoniert. Was ist denn das? Da steckt doch einer hinter den Büschen. Ich sehe nichts. Natürlich. Komm heraus, du Bursche. Ich werde dir helfen. Lass dich nicht nochmal hier sehen, sonst setzt es was. War das einer von den Gärtnerjungs? Ich habe ihn nicht erkannt. Ich will ja keine Kinder haben. Warum ist Rechtsanwalt Hiller noch nicht hier? Er ist sicher auf dem Weg. Wieso sicher? So sicher ist das gar nicht. Das nehmen Sie an. Fühlen Sie sich nicht wohl, Herr Berthold? Soll ich einen Arzt rufen? Ich würde mir schon die Freiheit nehmen und Ihnen sagen, wenn ich einen Arzt haben will. Alles in Ordnung im Haus? Ist irgendwas vorgefallen? Ich habe was gefragt. Nein, Herr Berthold. Es ist nichts vorgefallen. Na, dann lassen Sie sich nicht länger aufhalten. Rechtsanwalt Hiller, der soll's ihm sagen. Na, Quintus? Rechtsanwalt? Ah, von Schleinitz. Doktor, Sie müssen uns helfen. Wir haben eine große Dummheit gemacht. Ja, was ist denn passiert? Ich bin nicht fort. Was ist los da draußen? Geheimkonferenz? Ach, du bist das. Dein Gott. Man macht sich Sorgen um deine Gesundheit. Ach, Blödsinn. Na, war wieder schön zu Hause, hm?
Wie war deine Reise? Ganz umsonst. Ich krieg die beiden Firmen nicht unter einen Hut. Aber jetzt mache ich was viel Besseres. Ich kaufe sie mir einfach. Na, was sagst du? Ach, tja, dann muss ich dir erstmal was ganz anderes sagen. Dein Enkel ist im Haus. Er wohnt hier. Das Jugendamt hat ihn abgeliefert. In meinem Haus? Der Bengel von diesem Betrüger? Ja. Die Schleinitz ist umnachtet. Schleinitz! Quintus! Moment. Was soll das? Ich habe den beiden gesagt, sie sollen nicht kommen, wenn du brüllst. Weil ich in Ruhe mit dir darüber reden will. Also, ich will gar keine Sentimentalitäten aufrühren und von deiner Tochter, die du so geliebt hast, sprechen und so weiter. Nein, ich möchte jetzt einmal ganz sachlich denken. Erstens bist du verpflichtet, für den Jungen zu sorgen, und zweitens wird er eines Tages einer deiner Erben sein. Ich werde und darauf... Ja, ich weiß, du wirst ihn enterben, aber sein Pflichtteil kriegt er auf jeden Fall. Das wollen wir erst mal sehen. Ich bin durchaus nicht verpflichtet, den Jungen in meinem Haus zu dulden. Soll das Jugendamt ihn irgendwo unterbringen und mir die Rechnung schicken? Das ist das Einzige, was man von mir verlangen kann. Also, wenn das dein Standpunkt ist, dann brauchen wir ja nicht weiter darüber zu sprechen. Hör mal, was ich Klaus geschrieben habe. Lieber Klaus, nun bin ich schon 3 Tage hier und der Alte, so heißt er hier bei allen, hat mich immer noch nicht rausgeschmissen. Aber er will mich auch nicht sehen. Frau von Schleinitz meint, ich soll ruhig abwarten. Aber es fällt mir sehr schwer. Gibt es bei dir vielleicht was Neues? Ich weiß jetzt übrigens, was ich werden möchte. Detektiv, bis dahin grüß dich herzlichst, dein Heinche. Thank you.
Na, Heinche? Ein Papagei, was frisst er denn? Nichts als Stachelbeerkuchen, entsetzlich. Sehen Sie mal, was ich gefunden habe. Gefunden? Die gehört deinem Großvater. Mhm. Wo lag die denn? Am Gartentor. Na, sowas. Er setzt doch nie einen Fuß vor die Tür, außer zum Auto. Weißt du was? Die bringst du ihm nachher. Ich denk nicht dran. Er will mich ja gar nicht sehen. Soll sie ihm Quintus geben. Genau derselbe Dickkopf wie deine Mutter. Du bist ja überhaupt sehr ähnlich. Diese Augen. Willst du mal ihr Zimmer sehen? Das Zimmer meiner Mutter? Gerne. Es ist genauso geblieben, wie es war, als sie fortging. Dein Großvater hat verboten, dass irgendetwas geändert wird. Ich bin jetzt 32 Jahre im Haus. Sehr leutselig war der Herr Berthold nie, aber in den letzten Jahren ist er immer mehr der böse alte Mann geworden. So, hier ist das Zimmer. Nanu, es ist ja offen. Hat er vergessen, es abzuschließen? Dein Großvater geht nämlich manchmal hier rauf. Heimlich natürlich. Das ist aber schön. Ja, das war ein Leben damals. Und Musik haben sie hier gemacht. Deine Mutter hat ja so wunderschön Klavier gespielt. Und dann wurden die Kerzen angezündet. Und gesungen hat sie wie ein Vogel. Eins war ihr Lieblingslied. Wie hieß das doch nur? Letzte Rose? Woher weißt du das? Das hat mir mein Vater gesagt. Kannst du singen? Mhm. Nein. Na, dann sing's doch mal. Die Fenster sind zu. Uns kann niemand hören. Letzte Rose. Wenn man die Augen zumacht, könnte man denken, deine Mutter sei wiedergekommen. Weißt du was? Ich werde dir jetzt einen Auflauf mit Himbeeren machen lassen. Mm, sehr gut. Also komm. Hopp, hoppla. Frau von Schleinitz, Sie führen den Jungen im Haus herum? Wenn ich das Herrn Berthold sage. Dann sagen Sie ihm auch gleich, Sie olle Petze, dass der Junge seine Brieftasche gefunden hat, bitte. Die Brieftasche von Herrn Berthold? Ja, die Brieftasche von Herrn Berthold. Komm, mein Kind. Wundersam.
Sie haben Ihre Brieftasche verloren, Herr Berthold. So, so. Moment mal, Quintus. Ich möchte den Jungen mal sehen. Sofort, Herr Berthold. Nein, nicht gleich. Ich bin noch nicht. Ich hab noch zu tun. Morgen Nachmittag um 4. Sehr wohl, Herr Berthold. Und besorgen Sie ihm was Anständiges anzuziehen. Ist ja schrecklich, wie er den Jungen rumlaufen lässt. Etwas Anständiges anzuziehen. Sehr wohl, Herr Berthold. Wenn ihr fertig seid, ruft mich! Ja, Papa! Ja, Papa. Hallo! Heinche! Gehst du zur Beerdigung? Das war Quintus, da hat mir den zweiten Anton verpasst. Da fehlt's ein bisschen kalt. Nicht anfassen. Warum musst du dich so verkleiden? Habt ihr Maskenball? Nein, ich soll meinen Großvater vorgeführt werden. Um 4 Uhr. Und das ist in einer Viertelstunde. Was macht ihr? Wir müssen schopfen wie die Kulis. Für Strafe, weil wir den Hering aus dem Teich geholt haben. Ich helfe euch. Für mich wäre das keine Strafe. Gib her. Pass aber auf. Moment, ist gleich weg. Achtung, Feuerwehr! Jetzt geht der Kalk überhaupt nicht mehr raus. Ich zieh mein altes Zeug an. Hey, dreh zu! Hört ihr mal die Hand gegen dreh zu! Heinke, wohin? Wie siehst du denn aus? Ich muss mich umziehen. Nein, er soll dich so sehen. Hier, da. Herein. Der junge Herr. Ich habe ihn anständig angezogen, aber dann für 5 Minuten aus den Augen verloren. Ich hatte leider nicht die Fantasie, mir vorzustellen, dass so etwas passieren könnte. Unglaublich. In Kaltbottich gefallen, was? Umgekehrt, Herr Berthold. Der Kaltbottich ist auf mich gefallen. Lüg nicht. Ich lüge nicht. Das ist die Wahrheit. Sei still. Hör dir das an. Frech und verlogen. Was musst du für eine Erziehung gehabt haben? Gar keine, vermutlich. Woher solltest du auch? Von deinem fabelhaften Vater vielleicht? Ich bitte um Verzeihung. Ich möchte jetzt gehen. Du gehst, wenn ich sage, dass du gehst. Bringen Sie ihn raus. Ich werde mir überlegen, was wir mit ihm machen. Sehr wohl, Herr Berthold. Na, was sagst du zu dem Früchtchen? Ich finde ihn großartig und frech. War überhaupt nicht. Woher weißt du eigentlich, dass er gelogen hat? Natürlich hat er gelogen. Soll der Kalk vom Himmel fallen? Na, du hast dich jedenfalls zu dem Kind benommen wie die Axt im Walde. Weil du kein freies Wort mehr verträgst, weil du ein alter Kriegskram bist, ein richtiger Tyrann. Ich habe genug von dir. Ich gehe. Wir essen noch gleich. Danke. Und das eine sage ich dir. Wenn du den Jungen wirklich rauswirfst, dann nehme ich ihn zu mir. Und gegen dich streng ich einen Prozess um seine Erbschaft an und gewinne ihn haushoch. Alter Kacker. Na, was ist denn passiert? Du warst ja so verzweifelt am Telefon. Ich halte dich aus bei dem Alten. Dass er mich anschreit, das geht ja noch. Aber dass er auf meinen Vater rumhackt, nein. Wir können dich natürlich woanders unterbringen. Aber du solltest doch lieber bei deinem Großvater bleiben. Ich habe das Gefühl, es wäre für deinen Vater sehr wichtig. Ach, versuch's doch noch mal. Weißt du, man muss im Leben lernen, auch mal was runterzuschlucken. Also schmeckt mir das ganze Eis nicht mehr. Gerade gestern hat dein Vater gesagt, dass er sehr stolz auf dich ist, weil du es da draußen aushältst. Wie geht's, Klaus? Sehen Sie ihn oft? Ja, wir haben uns richtig angefreundet. Er macht sich natürlich große Sorgen um dich. Kleine Kinder, kleine Sorgen und ein Haus voll Sonnenschein. Kleine Kinder, kleine Sorgen, könnt es so sein, doch so schnell vergehen.
Dank, dass Sie mir geholfen haben, die Wohnung aufzuräumen. Tschüss, Heinz. Halt die Ohren stark. Auf Wiedersehen. Das Ding fegt jeden Gartenzaun um. Einschließlich Haustür. Was ist denn das hier? Achtung, latsch nicht über die Weiche! Ihr seid wohl verrückt, was? Wenn der Alte das merkt, von wem ist denn überhaupt die Tuk-Tuk? Der Alte hat sie uns ja selber gegeben. Erklär mir das mal genau. Also, er war vorhin bei uns drüben und da hat er uns wegen der Sache mit dem Anzug gefragt. Ob du in den Kalk gefallen wärst oder der Kalk auf dich, da haben wir es ihm eben erklärt. Und weiter? Hat er gesagt, wir sollen ein bisschen rüberkommen und mit dir spielen. Und dann hat Quintus jede Menge Spielzeug gebracht. Hier, schieß mal. Ich bin nicht im Schützenverein. Geh mal zum Alten rauf, er hat schon dreimal nach dir gefragt. Herr Berthold, ich freue mich so, dass Sie... Kannst du nicht anklopfen, du Rüpel? Ach so. Rein. Entschuldigen Sie bitte, Herr Berthold, dass ich nicht angeklopft habe. Und vielen Dank für das Spielzeug und dass Sie die Gärtnerjungs eingeladen haben. Unsinn. Hauptsache, das alte Gerümpel macht dir Spaß. Mächtigen Spaß. Hat die Eisenbahn vorher ihn gehört? Ja. Ich habe auch damit gespielt. Mit deiner Mutter. Mhm. Aber für Mädchen ist das ja nichts. Dann spielen Sie doch mit uns Jungs. Ach, Unsinn. Bitte, Herr Berthold. Uns fehlt der Stationsvorsteher. Ohne den geht's ja nicht. So? Bitte. Achtung, Kurve! Ja, seid ihr denn des Teufels? Hier kann ja kein Mensch mehr durch. Meine Anordnung. Alles gesperrt wegen Streckenarbeiten. Der Zugang zur Küche wird durch den Garten umgeleitet. Selbstverständlich. Ich werde die Anordnung weitergeben. Aber gleich, sonst kommt der Fahrplan durcheinander. Sind wohl alle total verrückt geworden. Glaube ich, werde ich auch verrückt. Wer hat denn die Kurve so eng gebaut? Ich. Da entgleist uns doch jeder Zug. Ehrlich? Wo ist das Stellwerk? Hier, alle Kabel sind schon angeschlossen. Signale kontrolliert? Jawohl, Herr Stationsvorsteher. Also gut, dann übergebe ich die Strecke dem Verkehr. Zurücktreten von der Bahnsteigkante. Stopp! Der TEE Mozart fährt durch. Achtung, Achtung! Die Bimmelbahn nach Gurkenfeld. Vorsicht an der Bahnsteigkante! Zurücktreten! Alle reden vom Wetter, wir nicht! Pass lieber auf dein Signal auf! Hier Deckel, Herr Vorsteher! Achtung, Zusammenstoß! Die Anlage ist veraltet, muss renoviert werden. Und ich muss an die Arbeit. Soll ich Ihnen helfen? Ich bin ein steifer Bock geworden. Wir müssen ein bisschen trainieren, turnen oder sowas. Na, das Heinche. Fehlte noch. Heinche, ein Brief von deinem Vater. Ihr schreibt euch wohl jeden Tag, was? Ja. Damit du es weißt, das passt mir gar nicht. No. Und warum nicht? Gefängnisbriefe in meinem Haus, das hat's noch nie gegeben. Aber mein Vater ist unschuldig. Aber Heinche, ärgere dich doch nicht. Lass doch den alten Knurrhahn. Eigentlich kann er einem doch nur leid tun. So ein Dickschädel wie der möchte ich auch nicht haben. Na, siehst du. Also, ich habe manchmal richtig Mitleid mit ihm. Er hat dich bestimmt sehr gern. Auf seine Art. Ich weiß es. Und er würde viel netter zu dir sein, wenn du ihn endlich Großvater nennen würdest. Nein, das ist nicht drin, solange er so über meinen Vater spricht. Es war Abend, halt am Fenster. Oh!
ist ja schön. Ist das Ihr Sohn? Ja. Schön. Also kommen Sie mal mit. Sie haben Besuch. Ja, ja. Guten Tag, Herr Helm. Guten Tag. Schön, Sie zu sehen. Ich habe Ihnen ein paar Bücher mitgebracht und Verschiedenes, was Sie gern essen. Ja, woher wissen Sie, was ich gern esse? Ich habe Frau von Schleinitz angerufen. Die hat Heinchen gefragt und da ist es. Sie kümmern sich rührend um mich. Ich weiß gar nicht. Ich kann leider viel zu wenig tun. Immerzu dränge ich, dass das Ermittlungsverfahren abgeschlossen wird, damit wir endlich an die Unterlagen der Staatsanwaltschaft kommen. Aber die sind so überlastet. Das kann noch Wochen dauern. Und selbst wenn Sie freigesprochen werden, wo ist Holz? Bekommen Sie keine Entschädigung. Wenn das wahr würde, was ich mir im Moment wünsche, dann bekäme ich doch eine. Heintje hat auf seinen Großvater einen sehr guten Einfluss. Wissen Sie, was er neuerdings mit ihm macht? Ja. Bodybuilding. Runter, hoch, runter, hoch. Das geht ja schon wie geschmiert. Also ich staune selber. Und jetzt einen kleinen Dauerlauf. Nein, kein Dauerlauf. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und immer schön die Knie weich. Knie weich, die sind längst weich. Was soll's hier geben? Karpfen? Wissen Sie das nicht? Da, sehen Sie mal. Tatsächlich. Prächtige Burschen. Man sollte mal das Wasser ablassen und sie rausholen. Das geht viel einfacher, mit einem Kescher. Mit was für einem Kescher? Hier. Wo hast du denn die her? Die sind von den Gärtnerjungs. Von den Gärtnerjungs? Ach, das wollte ich eigentlich nicht verraten. Sagen Sie dem Gärtner bestimmt nichts? Ehrenwort? Ehrenwort. Sie sind prima. Vorsicht! Nicht am Steg! Das Marsch! Wir angeln vom Floß aus. Keine Angst, das hält drei so dicke Direktoren aus. So, gib mal das Ruder her zum Abstoßen. Schon passiert. Sind Sie auch einen? Ja, hier ist auch einer. Und jetzt mit viel Gefühl. Heinchen, guck mal! Die dümmsten Bauern haben... Herr Berthold! Haben die dicksten Kartoffeln. Aber Herr Berthold, was tun Sie denn da? Das sehen Sie doch. Ich flehe Sie an, das kalte Wasser, das ist doch lebensgefährlich für Sie. Ach Unsinn, was wollen Sie denn hier? Ein dringendes Ferngespräch. Ich suche Sie schon überall. Vorsicht! Es ist ein Ferngespräch aus... Oh! Schön kalt, ne? Herr Zauk, ein Ferngespräch aus London. Sie sollen später noch mal anrufen. Ich habe jetzt Wichtigeres zu tun. Was Wichtigeres? Ja, wir wollen ausreiten. Ausreiten? Lassen Sie Cäsar und das Pony satteln. Cäsar satteln und das Pony? Sehr wohl. Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben dürfte, Herr Berthold, Cäsar hat sehr lange gestanden. Es könnte das Ende sein. Ja, für Cäsar. Ich. Thank you.
Wie findest du das? Kolossal. Das ist nicht meine einzige Fabrik. Und in England kaufe ich mir noch zwei dazu. So, jetzt wollen wir mal reingehen. Achtung, der Alte. Guten Morgen, die Herrschaften. Guten Morgen, Herr Bertolt. Guten Morgen, Herr Bertolt. Heute habe ich Besuch mitgebracht. Das ist mein Enkel Heintje. Der will mal sehen, ob wir hier auch tüchtig arbeiten. Ich bin in den Alten gefahren. Herr Bertolt. Komm, gehen wir mal darüber. Da sind noch ein paar interessante Maschinen. Das sind die Trockentrommeln. Mhm. So, jetzt geben wir zweimal was Anständiges essen. Mhm. Der Küchenfahrplan von der Schleidels hängt ja doch sicher auch schon zum Halse heraus. Guten Tag, Herr Generaldirektor. Guten Tag. Das Restaurant ist da drüben. Aber wir gehen erst mal in die Bar. Warum? Gibt's denn im Restaurant nichts zu trinken? Doch, aber die feinen Pinkel machen das so. Guten Abend, Herr Bertolt. Sie sehen 10 Jahre jünger aus. Sie sind ohne Stock. Ich habe eine kleine Kur gemacht. Heute wird auch keine Schleimsuppe gegessen, wie sonst immer. Und dein Champagnerflip wird getrunken. Sehr wohl, Herr Bertolt. Und der junge Herr? Und ich hätte gerne eine Limo, wenn ich darf, Herr Bertolt. Eine Limo? Sehr wohl, Herr Bertolt. Ein Champagnerflip, eine Limo. Ich hab dir doch schon ein paar Mal gesagt, du sollst Großvater zu mir sagen. Schließlich bin ich's doch. Solange Sie sich immer so über meinen Vater aufregen, gehöre ich nicht zu Ihrer Familie. Immer wieder dein Vater. Jetzt trinken wir erst mal was und dann suchen wir uns was Schnuckliges zu essen aus. Charlie, die Speisekarte. Bitte sehr, Herr Bertolt. Worauf hast du denn Appetit? Hasenrücken ist die Spezialität des Küchenchefs hier. Wenn's kein Kaninchen ist, gern. Das ist ja der junge Engelhardt. Kellner. Bringen Sie diesen Zettel mal zu dem jungen Herrn. Da drüben. Bitte schön. Du, da drüben, das ist dieser Bertolt. Ah. Hätten wir mir ins Geschäft kommen können, aber der ist so borniert. Das darf nie wahr sein. Fräulein Bertolt. Danke. Bitte. Na? Das ändert alles. Ich werde eine große Transaktion für ihn machen. Kriege ich 120 Mille in die Hand. Damit kann ich auf die Schnelle das große Geschäft mit Willi machen, ohne dass mein Vater etwas davon weiß. Mit Willi? Ja, was steckt dir jetzt? Und die Zeit ist ja immer im Trocadero. Okay. Johnny, wir gehen, komm. Ist das der Herr Engelhardt von der Bank? Ja, siehst du, das ist ein begabter Bursche. Aus dem wird mal was. Ich möchte ihn gerne fragen, ob er eine neue Spur entdeckt. Du wirst nicht alle Leute wegen deines Vaters belästigen. Und damit wären wir endlich beim Thema. Also hör mal zu, mein Junge. Du hast die Chance deines Lebens bei mir, wenn du willst. Du bekommst die besten Lehrer, gehst später auf die Universität und dann nehme ich dich zu mir ins Werk und bring dir bei, wie man etwas aus seinem Leben macht. Etwas Großes, na? Das klingt ja wie im Werbefernsehen. Ich stelle nur eine Bedingung. Du musst dir langsam, aber bestimmt deinen Vater abgewöhnen. Abgewöhnen? Wie kann denn ein Mensch sich seinen Vater abgewöhnen? Doch, das kann man. Du musst dir nur klar machen, wenn du bei ihm bleibst, dann wirst du genau dasselbe wie er. Eine Niete, ein Versager. Ein Krimineller. Wenn Sie das wirklich meinen, was Sie sagen, Herr Bertolt, dann warte ich lieber draußen auf Sie. Dein letztes Wort? Ja. Gut. Ich lasse dir eine Unterkunft besorgen und dann sind wir geschiedene Leute. Haben Sie schon etwas gefunden auf der Karte? Nein. Die sollen mir meine Schleimsuppe machen, wie immer. Das ist es. Genau. Das große Geschäft. Rauschgift? Kann man auch sagen. Eine Medizin. Ein Impfstoff gegen eine tropische Kinderkrankheit. Ja, wo soll da das Geschäft sein? Lass ihn doch erst mal ausreden. Viel geredet wird bei der Sache nicht. Ich sage nur das Wichtigste. Das Zeug ist von einer führenden Firma hergestellt worden. In riesiger Menge. Aber es hat einen Fabrikationsfehler. Deshalb wurde es von der Firma zurückgezogen und sollte vernichtet werden. Aber es wurde nicht vernichtet. Erraten. 1 Million Ampullen. Willi, red leiser. Ein Angestellter der Firma hat sie beiseite geschafft. Aber wie willst du für eine unbrauchbare Medizin einen Käufer finden? Aber sie ist nicht unbrauchbar. Sie ist wirkungslos. Und ich habe einen Käufer. Wer ist das? Er ist der Beauftragte des Landes, wo das Zeug gebraucht wird. Das verstehe ich nicht. Aber Robert, es gibt in allen Ländern Leute, die gern mal ein schnelles Geschäft machen. Siehst du, das ist ein kluges Kind. Nicht, mein Schätzchen? Es gibt nur ein Risiko bei der Sache. Du musst die Ware hier bezahlen. Und zwar schnell. Bis morgen Nachmittag.
Du verdienst dann das 20-fache, wenn der Transport über die Grenze ist und die Ware auf dem Schiff liegt. Wer macht den Transport? Na, etwas muss ich doch auch tun für meine Provision, nicht? Ich hoffe, du lässt dich nicht lumpen, wenn du nachher über 2 Millionen verdient hast. Robert schmeißt immer mit Scheinen. Na, Robert. Gut. Ich bin morgen bei Berthold. Wenn ich das Geld kriege, dann steige ich ein. Ich bin mit Herrn Berthold verabredet. Quintus, ein Herr Engelhardt. Ich sage dir, Robert kriegt das Geld von Berthold nicht. Jetzt sei doch nicht hysterisch. Hysterisch? Ich bin da misstrauisch. Warum braucht Robert überhaupt das Geld vom alten Berthold? Der hat doch in den letzten Monaten Mücken genug gescheffelt. Also mir ist eins längst klar geworden. Diese Unterschlagung, für die dieser Hellwig brummt, das war er. Mensch, gib's auf, wenn uns jemand hört. Sorg du lieber dafür, dass deine Drecksmedizin glatt über die Grenze geht. Sonst sitze ich am Donnerstag mit Robert Piekfein im Negresco. Und statt des Herrn mit der dicken Brieftasche kommt die Polizei. Na, alles gut gegangen? Ja, selbstverständlich. Hast du das Geld? Ja, ein Barscheck auf mein Privatkonto. Berthold wollte nicht, dass sein Scheck bei unserer Bank verbucht wird. Egal, was? Wir fahren in die Stadt. Willst du mit? Ich weiß noch nicht. Herr Berthold! Herr Berthold! Wieder ohne anzuklopfen! Zum Donnerwetter! Herr Berthold, wissen Sie, der Engelhardt, der... Was geht dich Herr Engelhardt an? Wieder deines Vaters wegen, was? Jetzt hab ich's aber satt! Herr Berthold! Du bleibst hier, du lause Junge! Lassen Sie mich los! Herr Berthold! Heintje! Heintje, was war denn wieder? Bitte, Frau von Schlein, jetzt sorgen Sie gut für Theodor! Um Himmels Willen, Heintje! Was soll denn das? Heintje! Du Klaus, ich habe was Tolles gehört. Ich weiß jetzt, wer die Unterschlagung in der Bank gemacht hat. Ja, mein Junge, du setzt dich hier hin und sie nehmen dort bitte Platz. Du bist ja so aufgeregt. Was ist denn passiert? Weißt du, wer die Unterschlagung in der Bank gemacht hat? Der junge Engelhardt. Der ist der Verbrecher. Hier wird vernünftig geredet. Heintje, wie kannst du sowas sagen? Ich weiß es. Ich habe 2 Leute belauscht. Sie wollen nach Negresco. Wo ist das überhaupt? Ja, ich kenne ein Hotel, das Negresco heißt. Das ist in Nizza, in Frankreich. Ja, das stimmt. Da wollen sie hin. Über die Grenze. Da wollen sie irgendein verbotenes Geschäft machen mit dem Geld vom Alten. Heintje, das ist doch Wahnsinn. Du willst mir helfen und fantasierst dir irgendwas zusammen. Ich hab's gehört, Klaus. Es stimmt. Es kann nicht stimmen. Der junge Herr Engelhardt ist ein hochgeachteter Mann. Und was du da machst, ist eine schwere Verleumdung und wird hart bestraft. Aber ich... Sprich mit niemandem darüber, hörst du? Mit keinem Menschen. Geh zu Fräulein Doktor. Die kann's dir noch besser erklären. Die ist ja nicht da. Die ist verreist. Die Sprechzeit ist beendet. Ihre eigene Stimme aufgenommen auf einer Postkarte. Was klebten wir denn früher auf uns? Ja, mein Jungchen, mein Sängerknabe. Perle meiner Kundschaft. Herrschaft, hier sehen Sie was hören, dass Ihnen die Ohrläppchen in die Hemdkragen rutschen. Machen wir eine Aufnahme. Ich möchte Sie was fragen. Was denn? Sie waren damals so nett zu mir. Würden Sie mir vielleicht dieses Goldmedaillon abkaufen? Ich brauche dringend Geld. Geld brauchst du, so. Hm. Sehr menschlicher Zug an dir. Komm mal rein. Sieh mal an, du brauchst also Geld. Hm? Wie viel darf es denn sein? 200 Mark. Das Medaillon ist echtes Gold. Ja, aber dünn, dünn und altmodisch. Kaum 20 Piepen Gold wert. Wieso brauchst du denn 200? Ich muss nach Nizza. Ich bin ein paar Gangstern auf der Spur. Ganz heiße Sache. Da stehen Millionen auf dem Spiel. Millionen? Willst du die Sache nicht lieber Jerry Cotton übergeben? Der kann das nicht. Das kann nur ich. Mein lieber Junge. Mein lieber Junge. Ich bin in meinem Leben schon oft angeschwindelt worden. Aber du bist Spitzenklasse. Was du dich traust, Mann, das hat sich noch keiner getraut. Und das ist sein Geld. Bei Gott wert. Hier 200. Steck's ein. Sie kriegen es bestimmt wieder. Ja. Ehrenwort. Auch das noch, du bist ja unerschöpflich, aber jetzt hau ab, ich meine 200 Mücken bereue. Und noch nicht mal Dankeschön, alle Achtung. Seit er bei seinem Vater war, fehlt jede Spur von ihm. Ich habe gestern noch eine Suchanzeige bei der Polizei gemacht, aber bisher ohne Erfolg.
Hat Heintje Ihnen gesagt, was er vorhat? Nein, hat er nicht. Herr Berthold, Sie haben doch noch mit ihm gesprochen, direkt ehe er fortgelaufen ist. Aber nur ganz kurz. Ach, Sie haben so gebrüllt, dass man es im ganzen Haus gehört hat. Was fällt Ihnen ein? Es ist doch wahr. Er wollte mir irgendeinen Blödsinn über den jungen Engelhardt erzählen und da habe ich eben... Es wäre besser gewesen, Sie hätten ihn reden lassen. Denn er wusste etwas über Engelhardt. Er hat es seinem Vater erzählt, aber er hat ihn nicht ernst genommen, leider. Denn ich habe inzwischen festgestellt, dass dieser Engelhardt ein recht zweifelhafter Herr ist, der in merkwürdiger Gesellschaft verkehrt. Wo ist er? Rufen wir ihn an. Ich war eben beim alten Engelhardt. Er ist ganz verzweifelt. Sein Herr Sohn ist fort, mit Wagen und Freundin unbekannt wohin. Ich verdammter Idiot. Der Junge hat es vielleicht gewusst. Ja, er hat seinem Vater irgendetwas von Nizza erzählt, vom Hotel Negresco. Dann fliege ich nach Nizza. Du weißt, Friedrich Wilhelm, wie gern ich den Jungen habe, aber du hast anscheinend ganz vergessen, dass du heute Abend in London sein musst. Ist gestrichen. Dann bist du dir wohl darüber im Klaren, dass da ein Riesengeschäft in die Binsen geht. Ich will dir mal was sagen. Du hast mich mal einen alten Kacker genannt. Aha, das gebe ich dir jetzt in aller Form zurück. Du kannst mich gern haben mit deinem Riesengeschäft. Ich muss den Jungen finden, alter Kacker! Bonjour, Monsieur Dan. Le passeport, s'il vous plaît. Merci, Monsieur. Wissen Sie vielleicht, wo Negresco ist? Ach so, là-bas. Deuxième à droite. Bitte, wo ist das Negresco? Ah oui, là-bas. La grande maison, avec le tour. Wo ist das Negresco? À peu près 300 mètres à gauche, avec le tour. Entschuldigung, sprechen Sie Deutsch? Monsieur le Frère, ich bin aus Leipzig. Wohnt hier vielleicht ein Herr Engelhardt? Engelhardt, warte, Engelhardt, Tja, das heißt nie. Er ist ausgezogen. Wohin? Tut mir sehr leid, mein Junge, bitte. Hi, Mr. Tendler. Oh, yeah, Mr. Tendler. How was your... Thank you, it was cloudy. Aber ich wisse, er schafft den Engelhardt nach Cannes. Ja, bestimmt. Ich habe Bagage gebracht zur Voiture. Mercedes, très chic. Und wie komme ich nach? Wie heißt es nochmal? Kann? Da es gibt Omnibus, aber wenn du wartest eine kleine halbe Stunde, ich bin frei und ich dir transportiere. Und wie werde ich transportiert? Du wirst sehen, sehr prächtig. Ist kein groß? Wenn du eine Stecknadel suchst,
Wie finde ich denn hier bloß diesen Engelhardt? Verenica wohnt im Hotel Deluxe, wohnt in Cannes, dieselbe Kategorie. Ich werde dann auf Zettel schreiben. Sie haben auch geredet von einer Yacht Eishafen. Danke. Au revoir. Au revoir. Tschüss. Euch doch. Mein Gott, das sind Triefaugen. Hallo Sie, ich muss Ihnen was sagen. Un instant. Monsieur, oui? Venez m'aider. Ce garçon semble être allemand. Kannst du nicht Französisch? Nicht aufgepasst in der Schule? Sagen Sie dem Polizisten, dass ich eine Anzeige machen muss. Was ist denn passiert? Hat man dir was gestohlen, mein Junge? Nein, aber da hinten auf der Yacht, da wird verbotene Ware aufgeladen. Verbotene Ware? Was ist denn das? Genau weiß ich das auch nicht. Die Yacht ist Silbercrossen und der Herr Engelhardt ist drauf. Der hat alles gedeichselt mit dem Geld von meinem Großvater. Bitte sagen Sie das dem Polizisten. Mein Junge, das ist ein Verkehrspolizist. Auch wenn etwas faul wäre, er könnte uns nicht helfen. Dazu braucht man einen Durchsuchungsbefehl. Aber komm, schauen wir uns mal die Sache an. Wenn etwas Verdächtiges ist, schaffe ich dir in 5 Minuten die Kriminalpolizei her. Je l'amène avec moi. Il cherche quelqu'un. Ja, Monsieur. Sollen wir da einfach raufgehen? Na klar, klar, klar. Das ist vielleicht gefährlich. Für die vielleicht. Ne? Prima. So, Petersen, von uns aus ist alles okay. Und die Kasse ist fällig. Ihr verdammten Idioten, dieser Junge weiß alles. Was? Los, rein mit ihm! Rein mit ihm! Vorwärts, rein! Robert, was ist denn los? So. Es ist mich von einem Kind das Geschäft verderben zu lassen. Kein Wort. Also, weiß keiner was zu sagen, ne? Ihr möchtet euer Geld, mir den Jungen überlassen und verschwinden. Aber ich zahle keinen Cent. Schmeißt das Zeug über Bord und ihr zieht ab mit dem Kerl. Aber der Junge kann Ihnen genauso gefährlich werden. Er kennt Ihren Namen. Und den Ihrer Yacht. Da gibt's nur eins. Wir fahren so schnell wie möglich los. Hm. Mit dem Jungen. Und dann? Das Meer ist weit und tief. Delaché. Thank you.
Warum hat man im Radio nicht gesagt, dass ich eine Belohnung ausgesetzt habe? 20.000 Francs, das ist doch was. Das bringt die Leute auf die Beine. Umsonst tut kein Mensch etwas. Pardon, Monsieur, das ist wohl vergessen worden. Pardon. Hallo? Qui? Ah oui, je comprends. Hotel Negresco, ein Hotelboy. Merci, Jeannot. Oui. Et alors? Très bien, mon vieux. Er hat ihn nach Cannes gefahren. Dieser Monsieur Engelhardt ist auch dort. Alors, mon fils, merci beaucoup, vous êtes très gentil. À tout à l'heure. Der Hotelboy Jérôme. Er hat dem Jungen gesagt, dass er diesen Monsieur Engelhardt in den guten Hotels suchen soll und unten im Hafen bei den Yachten. Das ist vielleicht der richtige Tipp. Natürlich, der Stolch ist mit dem Zeug auf einer Yacht. Ich werde sofort die Wasserpolizei alarmieren. Die Garçon sur une yacht, il s'appelle Aïtien. Wenn wir ihn durchkommen wollen, dann muss der Junge sofort über Bord. Wie konntet ihr mich in so eine Situation bringen? So, blöder Ratzlöffel, du. Bonjour, messieurs. À votre service. Que cherchez-vous? On nous a informé que vous auriez de la contrebande à bord. Qui est ce petit garçon? C'est le fils d'un ami qui fait le voyage avec nous. Comment t'appelles-tu? Heinche. Au nom de la loi, je vous arrête. Quoi? Et vous aussi. Uh-huh. Le bateau est confisqué. Cherchez monsieur Engelhardt. Ich weiß, wo Engelhardt ist. Passe par là. Hier ist er. Levez-vous. Herr Berthold, Herr Berthold. Na, was ist? Ich warte hier und niemand ruft an. Sie haben ihn gefunden. Wirklich? Ja. Wo ist er? Die Polizei bringt ihn sofort hierher. Monsieur Vielen Berthold Dank. Ist Zimmer 105. Ja.
Mensch, Herr Berthold! Verzeihung, ich habe schon wieder nicht angeklopft. Bleib hier, Junge, komm her. Ich bin sehr froh. Ich auch. Und darf ich jetzt von meinem Vater sprechen? Ja, ja, ja. Der ist natürlich unschuldig. Engelhardt war der Schweinehund. Damit dein Vater sofort freikommt, hat Herr Berthold telegrafisch eine Kaution gestellt. Großvater! Na endlich, sagt der junge Großvater zu mir. Hast du einen besonderen Wunsch? Nachhilfeunterricht in Französisch. Gleich muss er kommen. Weißt du, ich gehe lieber ein Stückchen weg. Warum denn? Vielleicht will er mich gar nicht sehen. Ich habe mich ja nicht gerade übermäßig nett zu ihm benommen. Zu mir auch nicht, also komm. Nein, nein, ich warte lieber hier drüben. Es ist ja auf einmal so schnell gegangen mit Ihnen, Herr Hellwig. Da haben Sie Glück gehabt. Und übrigens wartet jemand auf Sie. Darüber werden Sie ja wohl nicht böse sein. Guten Tag, Renate. Guten Tag, Klaus. Na? Ja. Wollen wir? Ja. Herr Hellwig, tschüss. Alles Gute. Klaus! In Nizza bin ich gewesen, Klaus. Ich habe dir eine Menge zu erzählen, wenn wir erst wieder zu Hause sind. Ich freue mich. Ich auch. Guten Tag. Eigentlich wollte ich dir ja Vorwürfe machen, dass du mir Heinche so lange vorenthalten hast. Der Junge ist in Ordnung. Siehst du, Klaus? Du nennst deinen Vater beim Vornamen? Da musst du ja zu mir Friedrich Wilhelm sagen. Also gut, Friedrich Wilhelm. Und wie soll ich zu Fräulein Doktor sagen? Bis die Familienverhältnisse endgültig geklärt sind, sagst du einfach Renate zu mir. Okay, Renate. Moment, Friedrich Wilhelm. Kannst du mir 200 Mark pumpen? Was? 200 Mark? Wofür denn? Das ist noch schneller als Knaller, das ist der Knallerballer, meine Herrschaften. Hier sind die 200 Mark zurück. Ja, Jungchen, Jungchen, bist du's wirklich oder trügt mich mein alter, schwaches Augenlicht? Ja, sage mal, hier hast du dein Medaillon zurück, hier ist es drin. Ja, alles da. Moment mal, das nimmst du mit für deine Mutti. Schön, gut. Heutzutage kann man sich auf gar nichts mehr verlassen, nicht mal darauf, dass die Menschen lügen. Ihre eigene Stimme aufgenommen auf einer Postkarte. Ihr föhnendes Hausprogramm. Und jetzt mache ich Aufnahmen von Innere Läufe. Was darf ich denn unterlegen? Weißt du,